Der neue Renault Captur steht bereits in den Startlöchern. Das erfreuliche Vorab, die Preisliste für den kompakten City-SUV, beginnt bei 21.990 Euro und es gibt drei Ausstattungen und drei Motorisierungsmöglichkeiten, darunter auch ein Mild- oder Vollhybrid. Auch beim Design hält man an der neuen Formensprache fest. 2013 haben wir den ersten Captur in Österreich auch eingeführt. Das war die erste Generation. 2019 ist die zweite Generation gekommen. Der Captur war ein Pionier im B-SUV-Segment. Also er hat wirklich hier Pionierarbeit geleistet. Und jetzt, 2024, mit dem neuen Captur starten wir nochmal voll durch. Und wir können auch schon stolz sein, wir haben an die 28.000 Autos über die Jahre hin mit dem jetzigen Captur verkauft. Und jetzt werden wir an den Erfolg anknüpfen mit dem neuen. Wir haben viel verändert. Wir haben dem Auto einiges an Modernität und auch Frische verliehen. So ist das Design neu, vor allem vorne, aber auch hinten. Und wir haben auch einige neue Technologien aus höheren Segmenten eingebracht, die nun für alle zugänglich sind. Etwa Open R-Link und Google-Integration. Und darüber hinaus gibt es nun auch noch eine Full-Hybrid-Option. In der Einstiegsversion Evolution mit dem Basisbenziner TCE 90 sind bereits eine Klimaanlage sowie jede Menge Assistenzsysteme und eine Multimedia-Ausstattung mit einem Open R-Link-System im 10,4 Zoll-Format enthalten. Wir bieten beim Captur drei Motorisierungen an. Einmal den Dreizylinder-Benziner mit 91 PS, dann einen Mild-Hybrid, Vierzylinder mit 140 PS und den Full-Hybrid mit 143 PS. Alle drei Motoren effizient und super sparsam. Captur is a B-SUV car. Der Renault Captur ist als B-SUV darauf ausgelegt, verschiedene Kundengruppen anzusprechen, sowohl im Retail-Segment als auch bei den Flottenfahrzeugen. Dank der großen Auswahl unterschiedlicher Motorisierungen können wir ein breites Spektrum an Zielgruppen ansprechen. Der Captur war schon immer vielseitig und die neueste Version setzt diese Tradition fort. In der Stadt überzeugt er insbesondere durch seinen E-Tech-Antrieb, das Konzept macht ihn aber genauso tauglich für längere Reisen. Kommen wir nun zu den Ausstattungsvarianten. Ab dem Techno-Modell um 23.990 Euro gibt es bereits 18 Zoll Leichtmetallfelgen, ein Ambientelicht in den vorderen Türen, elektrisch einstell- und anklappbare Außenspiegel, Licht- und Regensensor sowie die elektronische Parkbremse. On top auch noch eine induktive Smartphone-Ladefläche und eine Klimaautomatik. Dementsprechend positiv auch die ersten Eindrücke zum Captur bei der Weltpremiere in Madrid. Gemacht. Wir waren am ersten Tag in der Stadt und haben die Vorteile des Hybridantriebs ausgetestet und das ist wirklich super. Fährt große Strecken rein elektrisch und danach ins Gelände wäre jetzt übertrieben, aber hinaus aus der Stadt und auch dort sehr, sehr gut, gut abgestimmt, liegt gut auf der Straße und ja, als besonderen Pluspunkt muss man sagen, es gibt eine Taste, wo man festlegen kann, welche Assistenzsysteme ausgeschaltet werden. Und das ist in Zeiten, wo das Auto an allen Ecken und Enden piepst, wirklich ein Segen, dass man mit einem Knopfdruck seine persönliche Einstellung hat. Cool, das heißt Preis-Leistung, würdest du sagen, passt in dem Fall? Passt, ist auch günstiger geworden, muss man sagen. Und wenn man es vergleicht im Konkurrenzumfeld, ist das wirklich ein sehr faires Angebot. Ja. Fassen wir zusammen. Als Motorisierungen können hier neben dem Basisbenziner die Mild-Hybride 140 ab 25.990 Euro sowie der Vollhybridantrieb E-Tech Full-Hybrid 145 mit zwei Elektromotoren ab 28.990 Euro kombiniert werden. Mit letzterer ist auch erstmals eine Alpine-Version als E-Tech Full-Hybrid 145 ab 31.990 Euro zu haben. Hier zählen unter anderem exklusive Logos in Eisschwarz, schwarze Fenstereinfassungen, 19 Zoll Aluräder, Alpin-Einstiegsleisten, beheizbares Lenkrad, freischwebende Mittelkonsole mit E-Shifter-Hebel sowie ein Multimedia-System mit integriertem Google zum Serienumfang. Und hier noch der Datencheck.